Hallo und herzlich willkommen zu TV Liberal und zu unserer Reihe Auf dem Weg. Wir begleiten heute den parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion und baden-württembergischen Abgeordneten Ernst Burgbacher. Guten Morgen, einen schönen guten Morgen, Herr Steinhäuser. Hallo, danke, dass Sie sich Zeit nehmen für uns heute. Gerne. Wenn Sie mal nicht von dem Fernsehteam abgeholt werden morgens, wie beginnt denn normalerweise Ihr Tag und wann? Ja, mein Tag beginnt so um 7:15, gehe ich aus dem Haus, gehe ins Büro. Dort lese ich meine Heimatzeitung, E-Paper und frühstücke nebenher. Okay, Sie kommen ja aus dem wirklich schönen Wahlkreis in Rottweil-Tuttlingen. Was erfreut Sie an Berlin? Ach, Berlin ist eine faszinierende Stadt. Eigentlich immer, wenn ich komme, wenn ich mal eine oder zwei Wochen nicht da war, hat sich irgendetwas verändert. Eine Stadt, die unheimlich pulsiert, die immer Neues bietet. Also wunderschön. Allerdings sage ich ganz ehrlich, ich gehe dann auch gern wieder nach Hause. Ich bin kein Großstadtmensch. Und ich genieße das, eine Woche Berlin, dann wieder zu Hause, für immer leben, das wäre nichts für mich. Sie haben auch Termine, deswegen würde ich sagen, wir warten gar nicht lange, sondern machen uns auf den Weg. Okay, gerne. Herr Burgbacher, Sie sitzen seit 1998 im Deutschen Bundestag. Sie waren vorher Oberstudienrat von einem Gymnasium in Villingen-Schwenningen. Ja. Wie oder warum haben Sie sich entschieden, für den Bundestag zu kandidieren? Wie kam das? Ach, ich war eigentlich schon sehr lange politisch aktiv. Ich bin mit 18, glaube ich, 20 in die FDP eingetreten, habe Wahlkämpfe organisiert, habe Kommunalpolitik gemacht, sehr vieles. Allerdings, mein Schwerpunkt lag immer auf der Musik und das war die erste Priorität. Irgendwann hat sich das geändert. Ich wurde aktiv in der Europapolitik, auch ganz privat bedingt. Und kam so Schritt für Schritt dann in die aktive Politik, Kreisvorsitzender, andere Funktionen übernommen. Ja, und dann hat 94 unser Abgeordneter nicht mehr kandidiert. Ich bin dort angetreten, knapp vorbei mit einem Platz und 98 dann gewählt worden. Das provoziert jetzt vielleicht einen etwas gewagten Vergleich, aber inwiefern haben Ihnen eventuell Ihre Erfahrungen als Oberstudienrat auch ein bisschen geholfen? Also ich glaube, es hilft insofern, weil ein Lehrer ständig vor Publikum ist. Ja, jeden Morgen eigentlich 4, 5, 6 Stunden immer vor Publikum. Und das ist schon eine enorme Hilfe. Denn wir sind es gewohnt, eben da zu reden, da aufzutreten. Auch gewohnt, ein ganz kritisches Publikum zu haben. Und insofern, glaube ich, ist das schon eine enorme Hilfe. Sie haben in der FDP-Bundestagsfraktion mehrere Funktionen. Zunächst mal sind Sie parlamentarischer Geschäftsführer. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was macht ein parlamentarischer Geschäftsführer? Was sind Ihre Aufgaben in der Funktion? Die parlamentarischen Geschäftsführer organisieren eigentlich die ganze Fraktionsarbeit. Wir treffen uns Anfang der Woche mit dem Fraktionsvorsitzenden. Dort wird die ganze Woche vorbesprochen, wo setzen wir Schwerpunkte, wo setzen andere Schwerpunkte, wo müssen wir reagieren, was sind die großen Themen. Dann planen wir auch durchaus längerfristig die Fraktionsarbeit, einschließlich irgendwelcher besonderer Veranstaltungen. Dann sind die Fragen die Finanzen der Fraktion, das Personal der Fraktion. Also eigentlich alles, was die Fraktionsarbeit betrifft, bis hin zu der Raumverteilung, ist Sache der parlamentarischen Geschäftsführer. Und das haben wir intern dann natürlich auch aufgeteilt. Eine andere Funktion ist, Sie sind tourismuspolitischer Sprecher. Nun ist die Tourismuspolitik vermutlich kein Thema, wo man sich jeden Tag in den Medien Gehör verschaffen kann. Was sind die Ziele liberaler Tourismuspolitik? Wo sind gerade vielleicht auch in Deutschland die Knackpunkte, die es anzugehen gilt? Ein Tourismus wird eigentlich völlig unterschätzt. Die Menschen stellen sich etwas eben darunter vor. Wir reisen, wir fahren irgendwo hin. Aber niemand weiß eigentlich oder wenige Leute wissen wirklich, welchen Wirtschaftsfaktor Tourismus darstellt. Deutschland ca. 2,8 Millionen Arbeitsplätze, also ein Riesenpotenzial. Ziel liberaler Tourismuspolitik ist in erster Linie, dass nicht der Staat Tourismus macht, sondern private Unternehmen, dass die Politik die Rahmenbedingungen zu setzen hat. Zum Beispiel in der Steuerpolitik. Wir hatten durchgesetzt die Abschaffung der Trinkgeldbesteuerung.
Die FDP setzt sich jetzt massiv für den reduzierten Mehrwertsteuersatz für Hotel und Gastronomie ein. Im Arbeitsmarkt, das Jugendarbeitsschutzgesetz spielt eine große Rolle. Bis hin zum Beispiel, was mir gelungen ist, zur Änderung der touristischen Beschilderung an Autobahnen. Also ein ganz breites Spektrum von Aufgaben. Parlamentarische Geschäftsführung, Tourismuspolitik. Und jetzt haben wir noch einen wichtigen Bereich vergessen, der vielleicht gar nicht so bekannt ist, nämlich die Föderalismuskommission. Da waren Sie stellvertretender Vorsitzender. Richtig. Was haben Sie dort gemacht? Um was ging es? Was waren Ihre Aufgaben dort? Also nächstes Mal war ich ja schon Mitglied der ersten Föderalismuskommission für die FDP. Wir hatten dort auch nur einen Vertreter. Und die zweite ist ja erst auf unser Drängen überhaupt zustande gekommen. Wir haben versucht, die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern neu zu ordnen. Der Versuch ist teilweise gelungen. Was die Schuldengrenze betrifft, da ist zwar nicht das eingetreten, was die FDP wollte, nämlich ein Neuverschuldungsverbot im Grundgesetz zu verankern. Das war unser großes Ziel. Kollege Volker Wissing und ich, wir beide waren für die FDP Mitglied der Kommission. Und wir haben wirklich dafür gekämpft, aber es ist eine Schuldenbegrenzung herausgekommen, die, denke ich, schon ziehen wird und die ein Paradigmenwechsel in Deutschland sein wird. Die ganzen anderen Themen, Neuordnung des Länderfinanzausgleichs, Steuerautonomie für die Bundesländer bis hin zur Neugliederung, war leider mit der Großen Koalition nicht zu machen. Übrigens, das ist für mich die eigentliche Erfahrung dieser Kommission. In einer Großen Koalition können Sie nur die kleinstmöglichen Lösungen bekommen. Alles andere geht nicht, weil die Großen sich eigentlich gegenseitig blockieren. Das war für mich eine sehr ernüchternde Erfahrung. Kommen wir vielleicht zunächst mal ein Stückchen weg von der Politik. Wenn ich mich ein bisschen besser vorbereitet hätte und meine Sprachkenntnisse besser wären, vermute ich, wir hätten dieses Interview auch auf Französisch führen können. Sie sind verheiratet mit einer Französin. Im Bereich der deutsch-französischen Partnerschaft sehr aktiv und sind vor kurzem sogar ausgezeichnet worden. Was war das für eine Auszeichnung und wie sieht Ihr Engagement in der deutsch-französischen Partnerschaft aus? Also die Auszeichnung, das war der Chevalier de la Légion Honneur, also der Ritter der Ehrenlegion. Das war für mich eine ganz, ganz große Ehre, die auch überraschend kam. Es ist richtig, ich bin seit langem engagiert, übrigens eigentlich schon bevor ich meine Frau kennengelernt habe. Ich war sehr aktiv in unserer Städtepartnerschaft, habe da viel gemacht, habe zum Beispiel, darauf bin ich immer noch stolz, zu Zeiten, wo es nur Schüleraustausche gab, einen Lehrlingsaustausch organisiert über viele Jahre hinweg, wo normale Auszubildende eben 3 Wochen nach Frankreich gehen konnten. Entsprechend Auszubildende aus Frankreich nach Deutschland kamen. Das war etwas völlig Neues. Ich habe zu Zeiten, wo wir noch weit weg vom Euro waren, einen Bankenaustausch organisiert. Also eine ganze Menge praktischer Dinge. Natürlich dann auch bedingt durch meine Frau, die aus Frankreich kam. Damals kein Wort Deutsch sprach, als sie kam. Und insofern musste ich mein Schulfranzösisch wieder hervorgraben. Und ich glaube, ich spreche ganz gut Französisch. Ich bin mir sicher, das klappt mittlerweile sehr gut. Das klappt sehr gut, ja. Ritter der französischen Ehrenlegion. Das wird man nicht alle Tage und das wird auch nicht jeder. Wie wird man dort ausgesucht? Gibt es ein Komitee, das einen vorschlägt oder wie funktioniert das? Das weiß eigentlich gar niemand. Ich weiß bis heute nicht, wer mich vorgeschlagen hat. Für mich kam das eigentlich völlig überraschend, als mich der französische Botschafter angeschrieben hat und mir das eröffnet hat. Und ja, es war dann eine wirklich sehr, sehr wunderschöne Feier in der französischen Botschaft, wo der damalige Botschafter mich dann ausgezeichnet hat. Meine Familie war da, einige Freunde. Aber wie das zustande kam, weiß ich nicht, denn auf meine Frage hin wurde mir gesagt, das bleibt auch geheim. Ein Mysterium. Ja. Sie haben es zu Beginn angedeutet, Ihre Leidenschaft für Musik. Und deswegen frage ich Sie zunächst mal, haben Sie die Little Lady dabei? Aber hoffe ich doch, ja, natürlich. Ja? Aber ich meine, ohne
ohne meinen Little Lady gehe ich eigentlich nie mehr. Ach Gott, so klein ist immer dabei, so klein ist die, ja. Und darauf kann man tatsächlich spielen? Fantastisch. Geht schon. Fantastisch. Auf diesem kleinen Ding. Ja. Sie spielen natürlich aber auch größere Mundharmonikas. Ja, ich spiele eigentlich. Ich habe mal Klavier gespielt. Mhm. Ich komme aus dem musikalischen Hause. Meine Mutter war Musiklehrerin, Akkordeonlehrerin. Mhm. Und ich komme ja aus einer Stadt, wo diese Instrumente hergestellt werden. Und dann, wir mussten in der Schule alle Mundharmonika spielen lernen. Explizit dieses Instrument? Sie in der dritten Klasse, sagte unser Klassenlehrer, morgen bringen alle eine Mundharmonika mit. Ich habe mich strikt geweigert. Meine Eltern haben dann gesagt, wenn das alle machen, machst du das eben auch. Und dann haben wir gespielt, immer nach Gehör. Mhm. Und als ich dann ins Gymnasium kam, sagte ich, jetzt will ich eigentlich auch noch richtig spielen lernen nach Noten. Bin dann zu einem sehr bekannten Mundharmonika-Lehrer und bin dort hängen geblieben, habe im Jugendorchester gespielt, dann im Erwachsenenorchester. Insgesamt 27 Jahre lang, war ein ganz tolles Orchester. Wir haben vieles erlebt, waren viel unterwegs, Deutschland, außerhalb in anderen Ländern. Haben zum Beispiel eine Langspielplatte gemacht mit dem Orchester Hugo Strasser gemeinsam. Haben in Österreich, in Innsbruck, in der Olympiahalle Udo Jürgens begleitet. Also waren schon tolle Dinge und eine Zeit, die ich niemals missen möchte. Herr Burgmacher, Erich Kästner hat mal gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das ist auch ein Motto von Ihnen, wie ich gelesen habe. Was verbinden Sie damit? Ich verbinde damit, dass man Dinge anpacken muss. Ja, nicht nur über Dinge reden, sondern anpacken. Ich kann Ihnen das gerade am Beispiel der Musik sagen. Ich habe, wie gesagt, lange Aktivmusik gemacht und dann wurde ich gebeten, doch in einem Verband Verantwortung zu übernehmen. Das ist heute die Bundesvereinigung Deutscher Orchesterverbände. Das ist so der Dachverband aller Laienmusikverbände in Deutschland. Da gehören die Bläser dazu, die Harmonikaspieler, die Zitterer, die Zupfer, die klassischen Liebhaberorchester. Und da bin ich jetzt, ja, ich glaube, seit 10 Jahren Präsident. Und da kann man eine ganze Menge bewirken. Wir haben zum Beispiel es geschafft, bei der Künstlersozialversicherung Verbesserungen zu erreichen, die für die Vereine ganz, ganz wesentlich sind. Wir kümmern uns um die sogenannte elementare Musikpädagogik. Also ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass Kinder Musik machen. Ich mache selbst eine ganz private Initiative unter dem Stichwort Jedes Kind kann musizieren, wo ich auch Geld sammle und wo ich versuche, zum Beispiel nächste Woche werde ich meinem ehemaligen Kindergarteneinsatz Instrumente überreichen. Ja, wir kümmern uns um Musik und Integration. Ich bin überzeugt, wir könnten gerade auf dem Gebiet der Integration mit Musik sehr viel mehr machen, als im Augenblick der Fall ist. Breites Betätigungsfeld. Ich glaube, die Musik spielt eine riesengroße Rolle für die Entwicklung des Menschen. Und da will ich meinen Beitrag dazu leisten, dass das gestärkt wird. Mhm. Gut, kommen wir nochmal von der Musik vielleicht ein bisschen weg. Doch nochmal zu Ihrem Wahlkreis. Ja. Wunderschön gelegen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, mal Ihren Wahlkreis zu loben. Was macht Rottweil-Tuttlingen aus? Also zunächst mal ist es so, ich komme aus dem schönsten Wahlkreis überhaupt. Das sagt zwar auch jeder Kollege, der Unterschied ist allerdings, bei mir stimmt das. Bei Ihnen stimmt es, genau. Ja. Nee, es ist ein sehr schöner Wahlkreis. Das ist die Hochebene der Baar, die zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb liegt. Es gehört ein Teil der Schwäbischen Alb zu meinem Wahlkreis. Dann das Neckartal, ja, bis über Rottweil, die älteste Stadt Baden-Württembergs, Rottweil. Tuttlingen, das Weltzentrum der Medizintechnik. Drossingen, die Musikstadt mit einer Menge musikalischer Einrichtungen. Landschaftlich schön gelegen. Ein Kreis, der früher eher als ein sehr armer Kreis galt und inzwischen eigentlich bundesweit ganz weit vorne ist. Wir haben zurzeit allerdings auch riesengroße Probleme, weil ein guter Teil der Industrie sind Automobilzulieferer, die es in der Krise natürlich ganz gewaltig jetzt betroffen sind. Wir hoffen aber alle, dass wir auch diese Krise überstehen können. Mittlerweile sind wir hier im Reichstagsgebäude angekommen. Es wartet vermutlich noch ein langer Tag auf Sie. Wie sieht der weitere Tag noch aus? Ja, jetzt gehe ich in das Plenum. Nachher bekomme ich Besuch im Büro. Heute Nachmittag Ältestenrat, dann gibt es viele namentliche Abstimmungen.
Heute Abend die berühmte Stallwächterparty in der baden-württembergischen Landesvertretung. Der Tag ist voll, wie jeder Tag hier in Berlin. Jeder Tag voller Terminkalender. Ja, umso schöner, dass Sie sich Zeit genommen haben. Herzlichen Dank. Für Sie alles Gute und noch einen schönen Tag. Dankeschön, Herr Steiner. Tschüss. Alles Gute. Wiedersehen. Tschüss.